Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Ab Montag, den 6. Juli 2020, entfällt die Maskenpflicht. Wo? Im Vita Classica in Bad Krozingen. Markus Matz, stellvertretender Geschäftsführer der Kur & Bäder GmbH Bad Krozingen, berichtet. Herr Matz, Corona 2020 in Verbindung mit Bäder, was fällt Ihnen da als erstes ein? Als erstes fallen mir die Verordnungen des Landes Baden-Württembergs ein, die ganzen Verordnungen, hier insbesondere die für Bäder, zu denen wir oder denen wir unterliegen, um eine Eröffnung, wir haben die jetzt schon hinter uns, um eine Eröffnung entgegenzuschauen und darin entgegengearbeitet zu haben oder daraufhin gearbeitet zu haben, dass wir wieder eröffnen können. Das ist so mein erster Gedanke, weil das war ein nicht einfacher Weg. Und Sie waren ja das erste Bad wieder, was geöffnet hat. Da sind Sie praktisch sozusagen in Anführungsstrichen ein Musterschüler für andere, oder? Ja, kann man so fast sagen. Also wir hatten den Mut, ist vielleicht ein bisschen überheblich gesagt, aber wir hatten zum Ziel, dass wir unseren Gästen wieder die Vita Classica zur Verfügung stellen, so schnell als möglich und als erlaubt, weil doch wir ja auch eine medizinische Einrichtung sind oder das Bad Krozinger Mineralthermalwasser natürlich auch für den Organismus gut ist und viele Gäste gesagt haben, bitte macht auf, uns fehlt dieses tägliche Bad und das war unser Ansporn. Und natürlich waren wir die Ersten, am 9. Juni haben wir aufgemacht als Erstes und das war der Ansporn von uns, das richtig zu machen, in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, die dann auch vor Ort waren und alles nachgeprüft haben, ob wir die Verordnung einhalten. Wenn jetzt ein Badegast kommt, hat er dann eine Maske an im Wasser oder wie sieht das aus? Ja, das ist eine gute Frage. Hätten Sie mich das vor 3 Tagen gefragt, hätte ich wie folgt geantwortet. Ja, der Badegast muss bis zum Spind seine Maske tragen, also Eingang bis zum Spind, aber im Nassbereich nicht. Jetzt haben wir seit 1. Juli die neue Verordnung, die dann wieder die Maskenpflicht auch schon vom Eingang her aufhebt. Also es ist dann keine Maskenpflicht mehr notwendig. Das heißt, die Gäste kommen hier rein ohne Maske? Ja. Aber warum sieht man dann trotzdem noch ab und zu so Passanten, die mit Maske reinkommen? Die wissen es noch nicht. Richtig, die wissen es noch nicht, weil wir die Verordnungen einmal so umsetzen, dass wir das ganze Unternehmen neu strukturieren müssen. Wenn sich das auch komisch anhört, nur wegen einer Maskenpflicht, die entfällt, steckt doch eine enorme Arbeit dahinter, auch diese Lockerung wieder umzusetzen mit Informationen der Mitarbeiter und, und. Das heißt, wir haben spätestens am Montag bei uns keine Maskenpflicht mehr. Thank you.